Heyho und willkommen zurück bei Darkness Within 2. Ja, ich bin hier noch rumgelaufen mit diesem blöden Schlaghammer auf der Suche nach irgendwas, was ich zerschlagen kann. Da bin ich natürlich fündig geworden. Ich kann versuchen, den Boden mit dem Hammer aufzubrechen. Die Geräusche, ey. Na gut, das kannte ich ja schon. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Das, was wir im Traum erlebt haben. Wo uns dieses Alien-Viech zu Tode erschreckt hat. Und wo hier diese Figuren und diese Geister, Erscheinungen irgendwas langgelaufen sind. Wo auch immer sie langgelaufen sind, untersuchen. Dieser Teil ist eingestürzt. Verschlossen. Ich kriege sie nicht auf, sie klemmt. War ja klar. Ob ich noch irgendwas mit dem Schraubendreher anstellen kann? Vielleicht kommt der ja auch noch zum Einsatz. Es ist so still. Oh Gott. Der los, glaube ich. Nein. Nein. Diese Biester. Jetzt erinnere ich mich. Es gab Rituale, die damit durchgeführt wurden. Mit diesen Dingern da? Und wieso erinnert er sich auf einmal? Und wieso ist es hier so still? Als hätte der Sound einen kleinen Bug oder so. Das sieht wie eine Schale für rituelles Feuer aus. Au. Habe ich wieder irgendeine Halluzination? Vielleicht? Ich meine, die Viecher sind ja nicht ohne Grund hier, oder? Ich sollte mich lieber nicht nochmal stechen lassen. Der ist schon so am Rumkeuchen. Boah. Da ist Olle los. Also gehen wir nochmal eben diesen Weg entlang. Geht. Hä? Krass. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt verschlossen. Ob wir da lang gehen sollten? Das sieht irgendwie aus wie ein unendlicher Weg. Wie denn hier? Was ist das denn für ein Ding hier? Ich glaube, diese Statue soll ein Wesen dieser sogenannten vormenschlichen Rasse darstellen. Gott sei Dank nur eine Statue. Dieser Dolch scheint festzustecken. Ich kann ihn nicht aus der Hand der Statue nehmen. Wieso nicht? Ach so. Diese reptilienähnlichen Wesen, vielleicht erwachen die ja noch zum Leben, wenn wir hier irgendein Ritual durchführen. Ach so, der Hammer ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Kann mein kleiner Freund mir irgendwie helfen? So, man kann hier gar nichts machen. Vielleicht jetzt der Schraubendreher? Oder dieses Ding hier vielleicht? Oh, man kann hier irgendwie gar nichts machen.
Na, dann gehen wir mal zum Lothnoder. Und hören uns an, was der Wärter ja noch so zu erzählen hat. Damit wir endlich diesen verlassenen Ort hier verlassen können. Was? Was? Ist los? Was war das denn? Ich meine, wenn ich jetzt gleich hier hingegangen wäre, wäre das doch gar nicht passiert, oder? Hi. Wie sieht's aus? Lass abdampfen. It seems you remember this place. Boah, was ist das für ein Ort? What is this place? This is a connection to the Necropolis city. It was built by men. And your house was built over the city as well. But this link is too old. Most of its parts have collapsed. So we can't reach the city from here. There must be another way. The city you mentioned earlier, is it the one the archaeologist found recently? Yes. I checked the dig site, but no one was there. And the entrance is blocked by huge rocks. They obviously don't want anyone to interfere. Pre-human race? Yes. A pre-human reptilian race. They built great cities and reigned before the first man existed. But then, there's no documentation offers any insight about what might have happened to them. Mm-hmm. The house that belongs to your family is also built over a connection to the city. There is an ancient cult of people named Children of Dis, who aim to revive the reptilian race and their god. During medieval times, and even before, there were attempts to eliminate them several times. But every time, they managed to survive. Some of your ancestors were with them. You said somebody would take my body. Someone from your own bloodline. To finish what they started years ago. Your ancestor and others will come back, since they need bodies from their own descendants. With an ancient practice known as metamorphosis of the soul. The will of your... I don't know exactly what happens during this process, but the person you are now will be gone. You are nothing but a container for them. Your body will be their tool. There are others like me. Yes, there are others like you. But unlike you, they have all been conquered already. So we can't depend on any of them. What can we do to stop them? Unfortunately, I am not completely sure. All sources on this subject are extremely secretive. All I know is that Nyarlathotep must be evoked before the rite. And there is an antique crystal stone used for this purpose. This was done in the same fashion centuries earlier. In any case, we must reach the buried city below us. You must find it. Here, take this. Das metallene Objekt, das Lothnoder mir gab. Dies ist vermutlich ein Teil eines Objektes. Ah. Und die anderen beiden Teile? This is part of an object that acts as a key. We need to complete it to reach the city. The other side should be around here, since it descended through your family. Nein, die wurden gestohlen. Do you hear the sap? No. I see. So this damned house tries to speak to me alone.
I've read in my grand... Yes. The memories of that time came back to me faintly a few years ago, before my long journey. I didn't remember anything about them. Yet, I dreamt almost every night. But more became clear when it sweeps out the confusion and haze and makes your mind sharper. When you inhale it, you feel strange. That's when I remembered the times I stayed here. Recalled why they locked me in this room. And what they... Those are memories I don't want to remember. And I'm glad... At least, I believe such a mercy exists in this universe. Ich geh mal ein bisschen schneller durch. Was ist Nyarlathotep? What is Nyarlathotep? Nyarlathotep. The crawling chaos. Messenger of the gods. We definitely mustn't let them evoke him. I have to go now. I still have some things to do. I'll be on my way as well. Naja, ich habe ja schon erfahren. Ich habe ja schon erfahren. Oh, der rennt ja so, dass die Typen. Dann düse ich mal los. Dass die Typen mir das geklaut haben, ne? Dann muss ich wohl erstmal nach Ark Hammond. Klemmt immer noch. Ich kann nicht sehen. Dieser Idiot. Los, weg hier. Von wegen Work am Howard. Könnt mich mal. Ich bin doch gerade von da gekommen. Wer ist denn da gerade durch die Tür gegangen? Ich habe mich doch gerade eben nicht verguckt. Hier ist doch gerade eben jemand durch die Tür gegangen. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht. Mit dem Zimmer hier. Immer noch verschlossen. Egal, ich hole jetzt hier ab. Ich bin hier weg. Okay. Jetzt kann ich los. Stadt Arkhamond, eine stille, neblige und unfreundliche Stadt im Norden von Rosmos. Tag 4. Zurück nach Arkhamond. 24.02. Oh, eingeschneit. Nein, bloß nicht. Oh, am Anfang habe ich mich ja jetzt total unwohl gefühlt in der Stadt, aber jetzt bin ich richtig froh, wieder hier zu sein. Puh. Mein Gott, das waren zwei zerstörerische Tage. Ich bin total fertig mit den Nerven. Jetzt häng ich hin. Nein, das alte Gebäude will ich nie wieder. Wie geht's hier eigentlich hin? Hier bin ich doch schon mal hingegangen. Führt in die Kanalisation. Und hier? In diese Richtung muss ich nicht gehen. Ob man da auch noch hinkommt? Das Spiel ist so umfangreich. So, jetzt. Stimmt, hier hinten kann man ja auch noch hin. Oder kam ich da? Nee, damals kam ich ja aus dem Bahnhof. Genau da kam ich her. Oh, die Nächte sind so kalt heutzutage. Gerade heute.
werden wir erstmal diesen Typen einen Besuch ab. Einen Besuch? Abstatten. Wie sieht's aus? Da sind sie. Ich darf auf keinen Fall ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich habe gar niemanden gesehen. Oh, erstmal ein Bierchen zwitschern. Sie bewegen sich. Ich sollte ihnen wahrscheinlich folgen. Ich muss mich in ihre Fersen heften. Vielleicht kann ich etwas über das Objekt erfahren, das aus meiner Familiengruft gestohlen wurde. Ich kann dir gar nicht antworten. Los geht's. Verfolgungsjagd durch den Schnee. Ich habe jetzt gedacht, ich muss hier lang. Hä? Und wo sind die jetzt hin? Ich vermute mal irgendwo. Oh, das sind sie. Sie hin. Das interessiert mich ja auch. Los, Howard, hefte dich an ihre Fersen. Toll, ich sehe nichts. Ah, da wo wir gerade eben waren. Kanalisation. Oh nee, ey. Naja. Das ist nicht so schlimm wie da unter dem Haus. Ich vermute mal, wir müssen da lang. Ich gehe trotzdem aus Prinzip gucken, was es hier noch gibt. Nichts. Übelriechenderes kann ich mir nicht vorstellen. Boah. Wer hier freiwillig lang geht, muss etwas zu verbergen haben. Ein Mann? Verwirrt? Bin ich jetzt hier gelandet? Ich gehe mal kurz da oben gucken, wo es dahin geht, ob ich da überhaupt hochkomme. Ich gehe jetzt überall hoch. Krass. Total verworren hier. Hä? Kam der nicht irgendwann noch hier hoch? Ich hatte eben das Gefühl, dass der hier so einen Pfeil angezeigt bekommt. Wow, keine Waffen. Hab ich mir mal verguckt. Also folgen wir den Stimmen. Wo sind die jetzt hin? Komme ich da drüben vielleicht hoch? Steht. Achtung. Zugang nur für Personal mit Spezialausrüstung. Spezialausrüstung? Okay.
leise sein. Bloß nicht auffallen. Ja. Toll. Die kriegen wir noch. Und dann holen wir uns zurück. Hä? Ich dachte jetzt, ich muss da rein. Und dann holen wir uns zurück, was sie uns gestohlen haben. Ach so, jetzt. Sieht so aus, als hätte jemand diese Mauer mit Absicht durchbrochen. Nutzen die diese Kanalisationssysteme, um insgeheim an Orte zu gelangen, die unter Quarantäne stehen? Ich glaube, die sind hier durchgekommen. Ich frage mich, wo es hinführt. Wenn dies Sperrgebiet ist, können die nicht leicht finden. Ich muss äußerst vorsichtig sein. Da gibt es nur einen Weg. Diese Mauer wurde durchstoßen, um den Zugang aus der Kanalisation zu ermöglichen. Wahrscheinlich nutzt jemand diesen Ort als Versteck. Dann packen wir nochmal die Taschenlampe weg. Und die Lampe auch. Okay, da kommen wir wieder zurück. Altersheim Rockland ist offensichtlich seit Jahren nicht genutzt worden. 1826. Puh. Müssen wir kurz speichern. Ich schleiche mich mal lieber eine Runde. Ich höre jemanden reden. Es ist zu gefährlich, nach oben zu gehen. Dann schleichen wir uns doch mal nach unten. Leise. Damit sie uns nicht hören. Betten. Hier wurden die armen alten Leute also eingesperrt. Ohne Fenster. Im Keller. Die armen Leute. Sie hätten wirklich etwas Besseres verdient. Das sieht irgendwie verdächtig aus, dieses Ding hier. Was ist das für ein Zimmer hier? Kann doch niemand leben. Das Schloss ist kaputt, ich kann es nicht öffnen. Das ist ebenfalls kaputt. Merkwürdige Gemälde. Sieht so aus, als wenn hier mal irgendwas drin war. Untersuchen. Oh, das Ding, das von der Büste des Gorillakopfes hängt. Das ist es, was ich aus meiner... Diese Vitrine scheint mit einer Alarmanlage gerüstet zu sein. Ich kann die Glasabdeckung nicht einfach entfernen, dann entdecken sie mich. Mist. Das ist jedenfalls ein weiteres Stück von diesem Amulett oder was auch immer. Schöne Frau. Vielleicht war das hier mal sowas wie ein Büro. Die ganzen Akten. Nichts drin. Nichts drin. Gibt es hier überhaupt etwas zu entdecken? Toll. Was mache ich jetzt damit? Vielleicht finde ich hier etwas.
du jetzt da finden? Oh. Ich glaube, dieser Kasten stört den Alarmmechanismus. Das sieht aus wie so ein Mainboard. Oh. Nein. Das sieht nicht gerade aus, als wenn ich damit irgendwas zu tun haben sollte. Dieser Schalter scheint die Zufuhr der Alarmanlage zu ändern. Hier ist eine 1,5 Volt Batterie. Der andere Platz ist leer. Ja. Und jetzt soll ich was genau tun? Was kann ich denn schon tun? Ich habe doch hier nichts. Wie wär's denn damit? Ich kann hier gar nichts tun. Hä? Sinnlos. Nein. Das wird nichts. Ist offenbar kann man mit der Batterie irgendwas tun. Nein, aber was genau ist die Frage? Und womit? Nein. Ja, das wird nichts. Was ist eigentlich mit diesem blöden Auto? Keine Ahnung, offenbar brauche ich jetzt noch eine Batterie. Spielzeug-Jeep. Ich hatte mal einen ähnlichen. Vielleicht hat er eine Batterie oder so. So ein Spielzeug-Jeep? Keine Ahnung. Ich habe im Spielzeug eine Batterie gefunden. Boah, ich fühle mich wie... als wäre ich doch ganz genau geschaffen für... Mal sehen, ob ich den Alarm jetzt deaktivieren kann. Ach! Da konnte man eine Batterie reinmachen, aber ich hatte doch eben gerade eine. Deaktivieren. Hat das jetzt deaktiviert? Nehmen. Ein weiterer Teil. Errungenschaft freigeschalten. Second Piece. Boah. Ach, da war das. Das habe ich gar nicht gesehen. Boah, ich bin voll... Ich bin voll stolz auf mich. Ob man das schon zusammensetzen kann jetzt? Ach so. Nee, kann man noch nicht. Okay, und jetzt? Was... Keine Ahnung, soll ich jetzt hier? Achso. Niemand? Ich habe Geräusche gehört. Ich sollte vorsichtig sein.